Grüezi, Servus, ciao und hallo. Wir sind immer noch in Mailand in Italien bei Labo Cosmetica und der Sebastian hat eine gute Idee für ein Video, nämlich Regis drei Lieblingsprodukte von Labo Cosmetica, die du empfiehlst und sagst, wenn man Labo erleben und verstehen möchte, muss man die probiert haben. Ich gebe dir jetzt auch für dieses Video komplett alleine die Bühne und dann kannst du, solange du möchtest, über deine drei Lieblingsprodukte sprechen. Okay, danke schön. Also, meine drei Favoriten. Wir haben natürlich fantastische viele gute Produkte, aber wenn man wirklich Labo versuchen will, erfahren will und sehen, was wir gemacht haben, das ist doch Nummer eins für mich, Purifica. Das hat mir 5 Jahre vorher so unglaublich geholfen mit Durchbrechen, was den pH-Werten angeht, dass man hohe pH-Werten und Lage-pH-Werten einsetzen kann für eine Waffe. Und da war für mich den Purifica wirklich den fantastischen Produkt, was mir gezeigt hat, dass man jetzt eine Lösung hat, um Keramikversiegelung die Dauer zu schaffen, was die Hersteller auch versprochen hat. Weil alle Hersteller haben gesagt, entweder pH-neutral waschen oder ein Topping-Produkt drauf machen. Und dann habe ich immer gedacht, ich bezahle so viel Geld für eine Keramik, warum muss ich dann Topping-Produkte drauf machen? Und dann kam Labo Cosmetica und sagt, nein, wir machen einen sauren Shampoo, eine saure Chemie, der hilft, um den Mineralen von dem Auto abzuwaschen. Und für das ist dann jetzt die Purifica und das wegen dem Upgrade haben wir jetzt so breit noch viele mehr Verdünnungen, die man nutzen kann, um noch immer effektiv zu sein. Zum Beispiel 1 auf 400 ist noch immer wirklich eine gute Verdünnung und sehr billig, was die Holländer mir natürlich wieder anspricht. Auf die zweite Platz, auch in die saure Region, Glico, noch nicht so lange da. Es ist jetzt 1 Jahr und etwas mehr dazu. Ist es jetzt auf die Marke gekommen und dieses Produkt hat mir wieder in den Innenraum gebracht. Ich habe den Innenraum immer wieder gehasst. Ich hätte ein No-Cure, No-Pay mit meinen Kunden. Wenn ich nicht die Ergebnisse schaffe, die ich versprochen habe, braucht den Kunden nicht zu bezahlen. Man hat natürlich einen Namen, man braucht natürlich eine bestimmte Qualität abzuliefern. Und Glico ist die Waffe, um den Staub und die inorganische Verschmutzung von ihrer Sitze wieder zu entfernen auf eine einfache, schnelle und sichere Weise. Also auf die zweite Platz Glico und auf die dritte Platz, vielleicht ein bisschen kontroversiell, aber in den letzten 24 Jahren habe ich so viele APCs genutzt, weil immer wieder eine Aber dazu kam. Mit einer Aber meine ich, du kannst alles sauber machen mit diesem APC, aber nicht auf oder nicht mit oder nicht auf, was dann auch. Und Ductile hat für mich diesen Schild durchbrochen, wo er gesagt hat, du kannst wirklich alles sauber machen in einer riesigen Menge von Dünnungen von 1 auf 3, riesigen Verschmutzung bis 1 auf 50, wenn man noch immer eine leichte Verschmutzung hat. Und da spricht es wieder meine holländische Seite an, weil ich hasse, das Geld auszugeben. Also für mich, diese drei Produkte sind die drei Produkte, wo man Labo Cosmetica wirklich mit erfahren kann und spüren kann. That's what she said. Wo wir für stehen, wenn wir sagen, wir werden erstmal gute Produkte machen, bevor wir anfangen, etwas anderes zu tun. Also die drei Tops für mich, Purifica, Glico und Ductile. Sehr, sehr schön, Reggie. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, 2 von 3 hätte ich auch dabei gehabt bei meinen drei Lieblingsprodukten. Was ist dann deine dritte Favorit? Das ist jetzt natürlich fies, dass du fragst. Also mein absoluter Favorit ist Purifica. Wenn man erleben will, wie ihr tickt als Marke und Produktentwickler, ist es das. Glico finde ich wirklich, da habt ihr auch wieder etwas Revolutionäres präsentiert. Ich mag den Ductile wirklich, wirklich sehr. Ich bin ja Sonax Master Trainer, ich sollte das nicht sagen. Der Sonax Multistar finde ich ein überragender APC, aber hier seid ihr aus meiner Sicht gleichgezogen. Perfekt. Wäre aber nicht mein drittes Favoritenprodukt. Moment. Also das dritte ist schwer für mich. Es gibt ein paar. Primus 2.0. Ich mag starke Vorreiniger, aber nur dann, wenn sie auch hundertprozentig sicher auf allen Oberflächen sind. Deswegen mag ich Primus 2.0. Ist aber nicht mein Favorit, mein dritter. Ich mag Energo, weil Wasserflecken entfernen ist für mich ein Spezialprodukt. Das ist eine Waffe, die setzt man dann ein, wenn man sie braucht. Aber dann will ich, dass diese Waffe tötet. Dann will ich, dass sie effektiv ist. Und es gibt keinen effektiveren als Energo. Aber auch nicht mein Favorit. Ich mag Leale sehr, sehr gerne. Für mich eine der besten One-Step-Polituren, weil sie wirklich alles abdeckt. Aber mein dritter Favorit ist effektiv, weil es wieder etwas ist, wo ihr komplett anders gedacht habt als alle anderen. Kannst du es dir denken? Kronos? Kronos. Oh! Oh!
Kronos, weil alle anderen, wenn es um Auspuffblendenreinigung geht, haben immer diese Kegel, Polierpasten, Chrompasten. Und ihr seid die Einzigen, die gesagt haben, nee, wir können das auch chemisch. Was wahrscheinlich sanfter und schonender ist, gerade wenn man es mit Oldtimern zu tun hat. Und deswegen ist Kronos mein dritter Favorit. Ja. Wow. Wow, bin sehr beeindruckt. Ich weiß, dass in UK, in England, wirklich ist es ein Kulturbegriff, ja, dass man wirklich den Auspuff von Innenseite auch sauber hat. Und das verwundert mich wirklich mit deiner Wissenschaft und was du so alles bist, dass du das wirklich von den dritten Favoriten hast. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist wirklich besonders. Ja. Labo ist für mich die Marke, die Dinge anders und besonders macht. Und diese drei Produkte sind die Symbole dafür. Ja, absolut, absolut. Gut, Reggie, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war auch mal spannend. Die Labo-Kosmetiker-Lieblingsprodukte des Labo-Kosmetiker-Master-Trainers kennenzulernen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war auch für euch spannend. Und wie immer hast du das letzte Wort. Danke, Leute, fürs Schauen. Und wir sehen uns gleich wieder bei dem neuen Video. Ciao. Ciao. We'll be right back.